Sie sind nun mal weg, ab nach Budapest und dann weiter nach Orphi mit dem Fluggepäck ausgecheckt. Was hier eigentlich so geht, die Zimmer, das Haus, der Hof und der See. Danach hart nach Pilch eindecken im Supermarkt. Annähernd 30 Grad waren schon mal ein guter Start. Arzt und Praktika, Nägel schrauben, Pinsel kaufen und die Lasur, all das, was wir später brauchen. Zweiter Tag, Mann, wir packen es an, ran an die Arbeit mit viel Herz und Verstand. Keiner kann, was wir können und wir machen es in Teamarbeit. Mit viel Fleiß, der für mehr als nur ein Spielplatz reicht. Wir waren bereit, schmirgeln, lasieren, zuschneiden, sägen, hämmern, montieren. Wir ziehen hier an einen Strang und gehen es gemeinsam an. Mit diesem Team bleiben wir dran. Jeden Morgen nach dem Frühstück frisch ans Werk, alles geben für die Gegend, uns ist einfach nicht zu schwer. Niemals Regen, immer Sonne, diese Zeit fehlt uns schon sehr. Und wir hoffen darauf, dass wir eines Tages wiederkehren. Yeah, wir erinnern uns gerne, dass wir schwimmen waren. Auch mal relaxen mit den Besten und das Grillen am Abend. Mit einem Bierchen in der Hand, in den Sonnenuntergang, wie ein Leben ohne Sorgen, ohne Angst. Wir haben es angefangen, wir bringen es auch zu Ende. Durch die Arbeit, die wir machen, setzen wir uns hier ein Denkmal. Guck mal, wir sind alle Kämpfer und das für eine gute Sache. Wir können was ändern und ihr euch ganz auf uns verlassen. Yeah, das ist Deutschland vor Ungarn mit Manuel, Marcel, Patrick und Funda, Passo, Janin, René und Yvonne, Benny und Mustafa, weil wir so ans Ziel kommen. Wir danken euch für alles, wir werden nie verlieren. Deutschland vor Ungarn. Denn wir haben den